Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell so ein bisschen auf der Suche nach den Eiern. Klingt irgendwie falsch. Ja, wir sind jetzt gerade hier noch in der Schädelbucht und haben uns das Seepferdchen geholt. Und waren im letzten Part ja in der Gerudo-Festung und haben da schon einige der Eier geholt, der Sora-Eier, und haben die schon ins Labor gebracht. Und aktuell müssen wir jetzt halt hier noch welche finden, ne? Genau, es müssten jetzt hier noch drei, glaube ich, versteckt sein, die uns noch fehlen. Vier haben wir, glaube ich, schon abgegeben. Und die werden wir jetzt nochmal eben von den Seeschlangen zurückklauen. Ich hoffe, es sind nur drei Stück. Ich bin mir da nämlich gerade gar nicht so sicher. So, auf jeden Fall heißt das für uns, wir müssen nochmal Seeschlangen bashen. So, das ist schon mal keins. Ich töte sie trotzdem mal ganz kurz. So, da drüben haben wir eine Seeschlange. Ich weiß gar nicht, sind die Eier nur in den unteren Etagen oder sind die auch hier oben versteckelt? Ich töte sie einfach mal alle, die Seeschlangen. Guck mal, da ist so eins. Kacke. Und gleich nochmal. Ich glaube, es sind nur drei Stück, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob es drei oder vier waren, die wir hier noch einsacken müssen. Juhu. Sora-Ei Nummer 1. Und dann habe ich heute folgenden Plan. Ich würde jetzt mal so gerne so ein bisschen mit der... Okay, hier ist keins drin. Das heißt, den ignoriere ich mal. Hier vielleicht. Wir haben gleich keinen Mana mehr. Da ist noch eins. Sehr schön. Genau, ich würde gerne mit Carfays Quest beginnen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir für heute schon, also für diese Verhältnisse, für den Tagesdurchlauf zu spät dran sind. Was das angeht. Deswegen, warte mal, ich gehe hier oben nochmal ganz kurz rein. Da waren ja ein paar Krüge. Da hole ich mir mal kurz noch ein bisschen Mana. Waren die hier drinne? Nö, negativ. Dann waren die da drüben drinne. Genau. Und deswegen habe ich geplant, für diesen Tageszyklus das mit dem Postboten noch zu machen. Und vielleicht müssen wir auch nochmal in den Brunnen rein, weil ihr hattet erwähnt, dass ich im Brunnen ja vergessen habe, der Kuh ein Lied vorzuträllern. Weil ich irgendwie fest der Überzeugung war, das ist eine normale Kuh und die gibt uns nur Milch. Aber nein, die Kuh kann uns ja auch random ein Item geben. Da habe ich in dem Moment irgendwie total abgeschaltet. Toll. So. Okay, hier war noch eine Schatzkiste. Schnell weg hier. Brauche ich nicht. Geh weg. Echt jetzt? So. Haben wir hier denn noch ein Ei? Ne, hier ist auch nur... Hier ist auch nur das. Dann haben wir hier unten noch zwei. Das heißt, es sind nur drei Eier, glaube ich. Dann haben wir alle. Dann bin ich mal gespannt, was wir dann für ein Item bekommen für die drei Eier. Ist hier noch irgendwas? Da war jetzt auch kein Ei drin, ne? Aber dann muss theoretisch hier das letzte Ei drin sein. Ja, da ist es. Okay. Gut, dann haben wir die drei Eier schon mal. Sehr schön. Bin ich schon mal beruhigt. Und dann können wir gleich wieder abhauen. Die Frage ist, was ist denn jetzt der schnellste Weg, wieder abzuhauen? Einfach hoch und dann... Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Aber wisst ihr was? Ich werde das einfach mal kurz skippen. Wir werden heute noch genug Laufwege haben. Wir sehen uns gleich beim Labor wieder. Bis gleich. Okay, ich bin jetzt hier im Sora-Reich angelangt und in irgendeiner Tür war das Labor drinne. Die Frage ist nur, welche waren das? Ich glaube weiter hinten, oder? Ich gehe einfach mal hier rein. Hey, lass mich mal rein. Nö. Das war's schon mal nicht. Aber das ist die Feenquelle für den Sumpfpalast, oder? So, was haben wir hier? Ah, das war der Dekuschrein, alles klar. Dann
Tür Nummer 3, maybe. Ja, und danach werden wir schon wieder einen Skip haben. Denn ich glaube, dann muss ich erstmal ein paar Items holen. Sprich, ich will ja nochmal in den Brunnen rein, weil ich dann ein Item vergessen habe. Hä? Warum schmeißt du das da nicht rein? Wollte schon sagen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was wir jetzt für ein Item bekommen. Ich hoffe, die Eiersuche hat sich wenigstens gelohnt. Braucht man die Eier später für noch irgendwas? Kriegt man irgendwo noch ein Item random oder so, Leute? Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal beobachten. Wenn nicht, machen wir es halt nochmal, ne? Ich mach das ja gerne. Naja. So, wir haben alle. Dann hol mal deine Tröte raus. Oder Gitarre, besser gesagt. Okay. Erst kurze Szene von Baby Soras. So was bauen die ein, ne? Aber dann manche andere Szenen, die sind wieder ausgeblendet. Versteht man nicht. Jo, okay. Ist die Schädelmaske für Ocarina of Time? Bedeutet, damit kann ich jetzt auch zum Maskentheater und kann... Das Maskentheater war bei Majora's Mask drin, gell? Okay, cool. Na, das ist doch nicht schlecht. Da haben wir noch was, was wir heute machen können. Da würde ich mich direkt mal, glaube ich, Richtung Ocarina of Time porten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und... wie macht man das? Jetzt gehen wir wieder bei Majora's Mask rein. Dann sind wir wieder auf dem Marktplatz. Dann hüpfen wir mal da schnell rein. Dann können wir uns beim Maskentheater noch ein Item abholen. Ich hoffe es zumindest, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Okay. So, und dann müssen wir auch nochmal nach Ocarina of Time. Müssen uns heißes Wasser holen. Vielleicht noch ein paar Erbsen. Habe ich Erbsen aktuell? Nee. Bin noch gerade falsch gelaufen. Nummer. Ich brauche die Deko-Maske. Vielleicht noch die Hasenohren mal kurz. Okay, aber ich finde es gut. Wir haben erstmal eine neue Maske. Für Ocarina of Time, ja. Aber wir bekommen ein neues Item, theoretisch. Mal gucken. Dann haben wir das zumindest abgeschlossen. Das war, glaube ich, hier drin, oder? Das Maskentheater. I guess. Mal gucken. Ob es wirklich so ist. Yes, okay. Und jetzt einmal die richtige Maske ausrüsten. Mittlerweile echt viele. So, und dafür sollten wir jetzt was bekommen. Right? Siedler 2 wieder, als Song. Ach Mann, ein Rubin, wirklich? Das ist doch schon wieder traurig, oder? Okay, Leute, ich werde mir mal kurz in Ocarina of Time heißes Wasser, vielleicht ein paar Erbsen besorgen für Majora's Mask. Ja, genau, das alles werde ich mir jetzt holen. Und... dann brauchen wir noch irgendwas. Deko-Nüsse. Vielleicht werde ich nochmal kurz shoppen gehen hier im Laden. Ist vielleicht nochmal eine ganz gute Idee, dass ich mir nochmal so eine Sonderausstattung... weil ich will halt nochmal in den Brunnen rein, wie gesagt. Hier gibt es ja auch gar nichts. Meine Güte. Keine Ahnung, ich hole mir noch hier noch einen Fisch. Zack. Hier gibt es echt gar nichts. Ist ja ein Trauerspiel. Ein richtiges Trauerspiel.
Weiß nicht, ob ich noch ein paar Käfer vielleicht brauche, aber die gibt's hier, glaube ich, jetzt auch einfach nicht so, oder? Da müsste ich auch in irgendeinen Laden reingehen. Hier ist der Dieb, den brauche ich aber auch aktuell nicht. Nö, ich glaube, ich bin so erstmal ganz happy und würde mal einen Skip machen und wir sehen uns gleich mit einer, ja, mit ein bisschen Ausrüstung in Ikana wieder, würde ich sagen. Und dann gehen wir in den Brunnen und holen uns, oder singen der Lied, der Kuh nochmal ein Lied vor und hoffen, dass wir da vielleicht noch ein Special Item bekommen. Irgendwie so, würde ich sagen. Gucken wir mal. Okay, bis gleich. So, Leute, ich bin gerade auf dem Durchmarsch zum Brunnen und habe mir ein paar Items geholt und blablabla etc. Sehen wir gleich. Ich hoffe, von der Seite komme ich ganz gut durch. Das müssen wir gleich mal sehen. So. Mal gucken, was die Gyptos hier so wollen. Erstmal, also ihr seht hier, ich habe ein bisschen was geholt. Also ich habe jetzt hier einen Fisch, blaues Elixier, eine Fee, dampfendes Wasser und eine Erbse. Ich hoffe, das reicht, um... Ich muss, glaube ich, einfach hier lang. Was brauchst du? Okay, damit, ja, damit ist auf jeden Fall die Erbse gemeint. Ich hoffe, das reicht dem dann auch. Zack. Du brauchst mehr. Okay, dann müssen wir vielleicht auch den anderen Weg nehmen. Kacke. Das ist schlecht. Wie viele Erbsen will der denn? Oder irgendwie sowas hier, ne? Dekonüsse könnte vielleicht auch sein. Egal, dann gehen wir den anderen Weg schnell. Ich hoffe, mein dampfendes Wasser wird nicht gleich kalt. Wäre irgendwie cool, wenn es einen Timer gäbe. Bin jetzt halt wirklich in die falsche Richtung gelatscht. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Aber es geht jetzt halt wirklich nur um diese eine Kuh, ne? Mann, es nervt mich. Richtig, richtig dumm von mir, dass ich das vergessen habe. Aber ich habe in dem Moment wirklich überhaupt nicht daran gedacht, der Kuh ein Lied vorzuspielen. Ich dachte, ich bin nicht in einem Randomizer. Wie auch immer ich das geschafft habe. Sowas zu denken. So, zack. Hallo. Ist das dein Ernst? Nimm ich halt einen Lichtpfeil. Bitte, bitte lass mein Wasser reichen. Ich brauche genau das heiße Wasser, glaube ich, um bei der Kuh reinzukommen. Ist halt vollkommen bescheuert. Weil ich glaube, es gibt kein dampfendes Wasser sonst da drinnen, ne? Ich glaube, das muss man so umständlich machen, oder? I guess yes. So. Dann gehen wir mal schnell hier rein. Zum Glück habe ich die Lichtpfeile. Sonst würde das nicht gehen. Dem, 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 dem. So. Und jetzt ist, glaube ich, wieder schlauer, die Gyptomaske aufzusetzen. Sonst greifen mich die ganzen Zombies an. Hi, Kumpels. Was geht? Oh, scheiß drauf. Einfach durch. Dann sind wir auch gleich da. So, ich muss einmal hier lang. Und dann noch einmal gerade durch. Und dann bin ich auch schon im richtigen Raum. Ne, hier muss ich noch lang. Oh nein, was willst du? Nein, ich habe keine Dekonüsse. Ich habe gerade keine Dekonüsse. Hier irgendwo Dekonüsse? Natürlich kriege ich hier Deko-Sticks. Pfeile, ja, brauche ich auch nicht. Och, nö. Dein scheiß Ernst, ich brauche Deko-Nüsse. Der will frisches Wasser, oder was? Ich habe nur dampfendes Wasser gerade in petto. Und lass mich raten, das hier ist kein frisches Quellwasser. Doch, es ist frisches Quellwasser. Okay, cool. Ah, es ist immer das... Aber mit, von der Pflanze kriege ich das auch nicht. Ich brauche so eine richtige Piranha-Pflanze. Hier.
Nicht? Was ist denn noch frisch? Was Leckeres, Frisches? Was war denn das? Vielleicht hier schöne Bohne? Nö. Frisch und... Ach so, Fisch. Klar, Fisch. Logisch. Du willst einen Fisch. Hier. Take my Fisch. Und lass mir fallen Dekonuss. Nö. Gibt's hier Dekonüsse? Ja. Gott sei Dank. Ich hoffe, das reicht. Eieieiei. Bitte lass das Wasser noch ein bisschen dampfen, Leute. So. Dekonüsse. Was? Ich habe nur zwei? Wie viele braucht er? Mann! Warum gibt der denn nur zwei Dekonüsse? Ich fühle mich hier verarscht, ne? Gibt her eure Nüsse. Wie viele will der denn? Fünf? Ich hoffe, das reicht. Ich hab mich drauf geachtet, wie viele er will. Natürlich will er 10. Warte, bin gleich wieder da. Warum denn nur nicht nur eins? Weißt du, als ob das nicht schon schwer genug ist, das Zeug überhaupt zu besorgen? Normalerweise hätte ich immer was auf Petto, aber dadurch, dass du in einem Zyklus immer wieder alles verlierst, ja, ist das halt ein bisschen problematischer. So, tschüss. Jetzt lass mich durch. Jetzt genau läuft das Wasser bestimmt gleich ab. So, du bist das, ne? Du wolltest... Ja, genau. Du wolltest das dampfende, heiße Springwasser. Hier. Nimm. Dankeschön. Meine... Aua. Tschü. So, da ist die Kuh und der haben wir vergessen, was vorzuspielen. Bitte, gib mir was Gutes wenigstens. Bitte. Das ist doch jetzt das Mindeste für den ganzen Stress, den ich hier hatte. Naja, gut, komm. Wenigstens Skulltula-Token. Besser als nix, oder? So, jetzt müssen wir trotzdem nochmal zurück. Ich port mich mal ganz kurz zurück. Denn, es ist so, dass wir nochmal eben, das Musikhaus in Gang setzen müssen, ne? Dafür müssen wir in die Milchbar reingehen. Denn in der Milchbar haben wir ja... diesen Geist, den wir bannen müssen, damit dann in Ikana wieder Frieden einkehrt und die Zombies verschwinden. Und dementsprechend müssen wir da, glaube ich, jetzt eben mal mit der Maske reingehen. Ich hoffe, das geht noch. Und dann müssen wir wieder zurück nach Ikana. Dann müssen wir ein bisschen vorm Posthaus warten. Das werde ich natürlich alles skippen. Keine Sorge. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel heute noch in der Folge. Dass wir das auch noch schaffen. So. Und dann machen wir einmal kurz den hier. Schön mit der Maske auf dem Kopf ist. So muss das. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns jetzt gleich wieder. In Ikana, zur passenden Uhrzeit, dann werden wir erstmal das Rennen oder dieses Zeitrennen gegen den Postboten machen, wo wir genau 10 Sekunden stoppen müssen. Das müsste ja irgendwann nachmittags, glaube ich, stattfinden. Und dann geben wir noch den Brief ab an die Mutter und holen uns da noch das Item. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das würde ich gerne noch schaffen, heute in der Folge. Ich würde sagen, bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt am Abend angekommen. Also, es scheint so, als ob man das am ersten Tag machen muss mit dem Postboten, weil sonst ist er scheinbar nicht da. Deswegen können wir ihm jetzt nur den Brief geben. Mehr können wir scheinbar nicht machen. Hey, ich hab doch noch einen Brief für dich. Hallo? Ich hab einen Brief für dich. Was passiert? Warum kann ich ihm den Brief nicht geben? Hä?
Warte mal. Wo ist denn der Brief? Hier. Nee, den nicht. Hä, wo ist der Brief? Hier. Oh, ich dachte schon. Hier, ich habe noch einen Brief für dich. Bin ich zu spät? Nee, jetzt kann ich ihn geben. Hä, warum ging es eben nicht? Gut, so. Den Brief geben wir jetzt ab. Und jetzt sollten wir vor der Milchbar warten, bis er wieder rauskommt. Danke übrigens für den Tipp von TJ. Der hat mir den gegeben, dass wir da nicht extra hochkraxeln müssen und in der Milchbar das machen müssen, sondern der kommt einfach wieder raus und dann gibt er uns quasi sein Item. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil scheinbar muss man halt das, das Spiel... Warte mal, ich mach das mal ein bisschen anders. Ich gehe mal nach Ocarina of Time und gehe dann wieder zurück rein in... Majora's Mask. So, und dann müssen wir jetzt bis 21 Uhr, glaube ich, warten, hat er gesagt. Und dann kommt der Postbote wieder raus vor der Milchbar. So, das ist jetzt der Plan. Und, wir müssen dann scheinbar nochmal hoch zu Ikana. War übrigens auch dumm, dass ich den Song of Storm da gespielt habe. In der Anführungsstrichen Milchbar. Denn, war auch ein ganz anderes Haus. Aber das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich will doch keine Ocarina spielen jetzt. So. Ja, das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun im nächsten Zyklus. Da würde ich auf jeden Fall gerne die Carfy. Da ist er doch. So, er ist fertig, ne? Aber er war doch schneller, als ich dachte. 19 Uhr. Jetzt warten wir, bis er stehen bleibt. Und jetzt kriegen wir sein Item. Okay, leider nur ein Herzteil. Mach's gut, ciao. Ja, damit ist für mich der Zyklus jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt machen wir Carfys Quest. Und das wird ein bisschen komplizierter. Also, ich muss wahrscheinlich die ganze Quest auch nochmal komplett durchgehen. Von Anfang bis Ende. Denn ansonsten triggern manche Situationen nicht. Ich weiß nicht, ob das im Randomizer halt auch so ist, aber ich gehe davon aus, dass es halt so sein wird. Dementsprechend, ich gebe jetzt mal mein ganzes Geld ab. Und wir starten einen neuen Rhythmus. Genau, einen neuen Zyklus. Und in dem werden wir komplett Carfy machen. So, 877. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ja, es war ein bisschen Trouble in dem Part. Aber wir haben ein bisschen was bekommen. Leider wieder nichts Gutes. Nicht unbedingt. Aber, naja, was soll's. Ne? Im nächsten Part wird's wieder besser, dann machen wir Carfys Quest. Und ich würde sagen, wenn Carfys Quest rum ist, ja, können wir in Ocarina of Time vielleicht nochmal in den Brunnen reingehen. Und ansonsten sind wir durch mit dem Ganzen. Ja, dann würde ich vielleicht erstmal den... Entweder machen wir den Wassertempel oder wir gehen halt in Ocarina of Time nochmal in ein paar Tempel rein. Da haben wir auch nochmal ein bisschen die Möglichkeit, was zu holen. Müssen wir mal sehen. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich resette mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir Carfys Quest zusammen. Bis dann. Ciao.